Hallo und herzlich willkommen bei Fatimas Kochwelt. Heute machen wir für euch marokkanische Milchbrötchen. Die kann man super einfach nur so essen oder halt mit einer Füllung, Marmelade, Honig, Nutella, je nachdem, wie man das auch essen mag. Schmeckt immer super. Am Ende des Videos zeigen wir euch, wie die Kraschel von innen aussehen. Also bleibt bis zum Ende dran. Kommen wir dann einmal direkt zu den Zutaten. Einmal 80 Gramm Butter, 180 Gramm Zucker, 1 Esslöffel Fenchel, 1 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Backpulver. 1 Kilogramm Mehl, 175 Milliliter Sonnenblumenöl, 19 Gramm Hefe, 8 Gramm Vanillezucker, daneben stehen 2 Eier, 100 Milliliter Rosenwasser und hier haben wir ca. 530 Milliliter Milch. Grundsätzlich kann es später nochmal sein, dass wir etwas weniger oder mehr Milch benutzen. Das werden wir natürlich auch nochmal hinzufügen und wie immer in der Infobox auch einmal eintragen. So, die Milchbrötchen haben wir jetzt soweit fertig geformt. Das Ganze lassen wir jetzt noch für circa 15 Minuten stehen. Zuletzt streichen wir noch die Milchbrötchen mit 2 Eigelb und da haben wir noch, wie ihr das gerade gesehen habt, einen Schuss Tafelessig mit dazugegeben.